Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video schauen wir uns den Unterschied zwischen Whitebox, Blackbox und Greybox Penetration Testing an. Beim Whitebox Penetration Testing bekommt der Penetration Tester alle möglichen Informationen zur Zielapplikation. Das kann zum Beispiel sein, den Code oder auch Technologien, die verwendet werden. Es kann auch sein, dass der Penetration Tester Anmeldedaten erhält. Das kann in Form eines Low-Privilege-User sein, falls er nach Privilege-Escalation-Techniken suchen soll, oder direkt als Admin-User, sodass er alle möglichen Rechte hat in der Applikation und von dort aus seinen Penetration-Test anfängt. Diese Art von Penetration-Testing wird häufig verwendet, wenn man bestimmte Applikationen Penetration testen möchte. So muss der Penetration-Tester diese Applikation nicht mehr reverse-engineeren und kann direkt mit dem Testing anfangen. Beispiele für Applikations-Penetration-Tests sind zum Beispiel Web-Application-Penetration-Tests, bei denen Web-Applikationen getestet werden, oder auch Mobile-Penetration-Tests, bei denen Mobile-Apps, wie zum Beispiel für Android, getestet werden. Die nächste Form ist Blackbox-Penetration-Testing. Beim Blackbox-Penetration-Testing bekommt der Penetration-Tester kaum bzw. gar keine Informationen zum Ziel. Das Minimum, was er erhalten muss, ist natürlich die IP-Address-Range vom Ziel, damit er keine Out-of-Scope-Hosts Penetration testet. Falls er dies auch nicht erhalten soll, dann muss er mit jedes Mal, wenn er über Passive Reconnaissance zum Beispiel einen Host gefunden hat, Rücksprache mit dem Kunden halten, dass der Host auch wirklich im Scope ist. Blackbox Penetration Testing ist immer dann nützlich, wenn man wirklich einen echten Angriff simulieren möchte. Deshalb wird es auch häufig bei Netzwerk-Pentests verwendet oder auch bei Social Engineering-Pentests. Der Nachteil jedoch ist, dass es möglich ist, dass der Penetration-Tester nicht alle Ziele findet und dadurch auch bestimmte Hosts gar nicht pentestet und somit bestimmte Schwachstellen auch einfach gar nicht gefunden werden. Somit eignet sich die Blackbox-Variante eigentlich nicht, wenn man noch nie einen wirklichen Pentest machen lassen hat oder auch noch nie im Vulnerability Management Programm implementiert hat. Die nächste Art und damit die letzte ist das Greybox Penetration Testing. Das ist eine Mischung von White- und Blackbox Penetration Testing. Das Ziel ist hierbei Realismus, sprich man möchte einen echten Angreifer simulieren, aber man möchte auch die Ka Zeit verkürzen, die der Penetration Tester für die Information Gathering Phase verwendet.